Damit herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Anstoß 3. Ich mache eine schnelle Aufnahmesession, weil, ihr wisst, morgen ist Gamescom, heute muss ich noch zum Training und deswegen muss das jetzt alles ein bisschen schneller gehen. Ich hoffe, man hört auch, die Musik ist jetzt mit einem neuen Aufnahmesystem und ich hoffe einfach nur, dass es jetzt ein bisschen besser läuft und einfach, dass erstmal alles klappt, das würde mir schon reichen. Wie gesagt, sollte es nicht klappen, ich habe leider keine Zeit, das zu ändern. Ich habe auch die Aufstellung hier, die ihr hier seht, vom Co-Trainer einfach machen lassen. Ich habe einiges probiert, aber da war die Eingespieltheit immer bei 2, irgendwas und ich habe sie nie nach oben gepusht bekommen und keine Ahnung, wenn man jetzt hier drauf geht, hier kann man ja nirgendwo nirgendwo einstellen, dass die eingespielteste Team da laufen soll. Von daher, tja. Ronny, Schilbre, Baumjohr, Niemeyer, Brooks, Bierser. Alter, willst du mich verarschen? Mukhtar soll doch hier rein, Mann. Brooks dahin, Niemeyer dahin. Jetzt hat der wieder alles vertauscht, der Depp. Auf jeden Fall, das ist jetzt gesagt. Unser Gegner ist Borussia Dortmund. Halleluja. Yo, 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 yo. Geh mal einfach rein. Mir fehlt hier die Zeit und so. Motivation. Auf geht's, die eingespielt. Genau, halt die Schnauze. Expertentipp bestimmt wieder gegen uns. Nein, 1-2-2. Ja, die Eingespieltheit ist nicht wirklich toll, aber was soll ich ändern? Deswegen einfach rein. Tor für Dortmund. Habt ihr ein bisschen geändert, die Ansicht? Vorlage von Stefan Kießling. Gute Chance durch Goretzka. Kein Tor. Oh. Ich finde, so ist das viel besser. Vorlage Lustenberger. Kleine Chance durch Wagner. 1-1. Sandro Wagner. Vorlage Fabian Lustenberger. Große Chance durch Reus. Kein Tor. Puh. Spannung pur hier in Dortmund. Vorlage Wagner. Riesenchance. Kießling. 2-1. Sauber. Gehen wir hier runter auf Konter. Dortmund, Chance für Reus, 2-2, Kacke. Vorlage Mkhitaryan, kleine Chance durch Reus, kein Tor. Vorlage Kießling, gute Chance durch Wagner, kein Tor. Halbzeit. Dortmund hatte mehr Chancen. Müssen wir irgendwas wechseln? Ich denke nicht, ne? Eingespielt halt 6,7. So sieht das doch eher schön aus. Ich kann jetzt nicht auf alle Tipps eingehen. Da waren noch viel mehr, die mir der gute Mann schon wieder geschrieben hat. Aber wie gesagt, es fehlt mir leider in dieser kurzen Aufnahmesession die Zeit, darauf einzugehen. Ich habe jetzt auch keine Möglichkeit, da jetzt nochmal nachzugucken, was das alles war. Ich sollte auf jeden Fall die Finger von ein paar Transfers lassen. Das hatte ich auch vor und noch einen Außenverteidiger kaufen. Durm wollte er haben. Konzentriert weiter so. Wir sind absolut auf dem richtigen Weg hier. Jack Rodwell, Riesen Chance und der Neuzugang macht das 3-2. Wir stellen wieder auf Konter um. Bitte, 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 bitte. Wo steht denn Dortmund? Vorlage Jack Rodwell. Kleine Chance durch Kießling. Kein Tor. Dortmund ist irgendwo weit unten. Das gibt's ja gar nicht.
3:3 durch Kuba Blaszczykowski. Vorlage Julian Schieber, Shahin, große Chance durch Schieber, kein Tor. Taktik. Rote Karte, Gigerzi, wollt ihr mich flachsen? Fuck. Stellen jetzt um auf 2 Sechser. Und Alter, eingespielt halt, Form, Stärke. Note 5,0, Thomas Kraft, Wahnsinn. Alagui hat nur eine 4,0. Dafür bringen wir jetzt mal Shelbret in die Partie. Und ansonsten Lustenberger auch nur mit einer 4. Weiter geht's. 3:3. Mann, Mann, Mann. Birsa müssen wir loswerden. Das fällt mir gerade auch ein. Die 100.000 sind immer von Birsa, dem kleinen Wicht. Dortmund stand auf Platz 11. Ja, wir sind noch hier in den Europa League Plätzen. Das ist okay. Hier fuckt die neuer Level 11. Das sieht ja auch mal geil aus, die Grafik. Puh. Beförderung für Real Heal Fakti. Durch ihre Beförderung können sie 14 neue Punkte. Okay. Verhandlungsgeschick. Motivation. Autorität. Umgang mit jungen Spielern und Ausstrahlung. Zack. Den Transfer sollte ich schon lassen, das mache ich auch. Ist mir eigentlich auch selber klar, dass das eh Schwachsinn wäre. Sie haben damit den Rekord für den teuersten Einkauf eines Spielers verbessert. Aktueller Kader, Birsa. Verleihen. Ah, dieser Trottel. Kann man hier einen Spieler entlassen? Geldstrafe. Wenn wir den suspendieren, geht dann keine Prämien. Geldstrafe 50.000. Der verdient ja hier ordentlich, der Typ. Mal gucken, vielleicht kriegen wir den so sauer und oh. Ich wollte gar nicht die Mannschaftsprämien ausmachen. So. Entschuldigung, das war ein Bock von mir. Wieder völlig falsch verstanden. Birsa, ach, geh doch mal weg jetzt. Kann ich den nicht einfach sagen. Halt, Mann. Oh, ich stell mich jetzt wieder an wie der letzte Bauer, ohne Scheiß. Ja, dann bleibst du halt auf der Bank schmoren, du Trottel. Mir egal. Auf jeden Fall wirst du nicht mehr für mich spielen. Ich hoffe, durch die Suspendierung geht das mit den Prämien mal endlich dem Ende entgegen. Und apropos Ende. Nein, Ende. Spieler suchen. Dahin. Ist okay. Weiter.
600.000, puh, ein bisschen mehr muss das schon kommen. Also sagen wir mal, 2 Millionen wären vielleicht. Dann 1,75. Alter, wollt ihr mich verarschen? Eine Million? Ja, dann fuck you. Erik Durm. Spielerinfo, Erik Durm bekommt bisher 250.000. Und unsere Gehälter sind so, naja, hier stimmt einiges nicht. Aber mit 250.000 wäre der eigentlich gut dabei. Das heißt, das kann man so belassen. Auflaufprämie wie immer. Da tauche ich auch mal immer rein. Na, 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 na. Erste Liga ab sofort. Zweihundertfünfundsiebzigtausend, alle freuen sich, die Stimmung ist gut. Man hat nun Stärke 3, wunderbar. Jetzt können wir schön überspringen. Sie können nicht an den teilnehmen, da die Bank ihnen keinen Kredit mehr bewilligt. Ich will ja auch nicht an den Verhandlungen teilnehmen. Naja, Eingespieltheit ist jetzt auf jeden Fall besser. Goretzka im Sturm, WTF. Okay, wenn die das meinen, ich lasse die Aufstellung erstmal immer vom Co-Trainer machen. Das ist mir momentan sicherer. Der wird schon wissen, was er macht. Von daher würde ich sagen, machen wir hier ein kleines Päuschen, damit ich noch ein paar weiteren Parts aufnehmen kann. Ich sage danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Schreibt gern weiterhin auch fleißig Tipps, so wie bisher. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten, wenn ihr Tipps, Wünsche und so was habt, wie immer in die Kommentare. Mehr Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Dort steht alles, was ihr über mich und das Format wissen müsst. Und könnt auch gerne in andere Videos, Playlisten vorbeischauen. Und wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, lasst einfach ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.